Also, Till, pass auf. Du weißt, wie du das machen musst? Pass auf. Knallharte politische Analysen, Gesellschaftskritik, knallhart. Hohes Tempo, lass ja keine Pausen für die Pointen. Lass die Pointen überhaupt weg, das braucht kein Mensch. Richtig Tempo geben. Sei einfach du. Nee, versuch einfach zu sein wie. Ach, du machst das schon. Bist du nervös? Das ist richtig. Weil ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, tatsächlich. Ich war gerade kurz unten, hab mir das Publikum angeguckt. Du musst da in so eine irritierte Stille reinarbeiten, aber du machst das. Ich glaube, dass du. Na, ich habe jedenfalls zugesagt. Ich freue mich. Bis gleich. Ja. Du musst nicht unbedingt auf die alten weißen Männer hören. Nicht. Sei einfach du selbst. Du bist super. Du bist super, okay? Okay. Danke. Sei auf keinen Fall du selbst. Herzlich willkommen zu Till Reiners Happy Hour Primetime Comedy bei Dreisat. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Falls Sie sich zu Hause wundern, ich bin Till Reiners. Ich bin Stand-Up-Comedian, gefangen in dem Körper eines Kindes, das zu früh angefangen hat mit dem Rauchen. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr aufgeregt, aber es ist toll. Ich sehe entspannte Gesichter. Es ist sehr schön. Ich freue mich wahnsinnig, diese Sendung übernommen zu haben von Sebastian Puffpaff. Ja, der ist jetzt bei TV Total. Also ist auch ein Sprungbrett für mich hier. Also ich sag mal so, wenn es eine Neuauflage vom Familienduell gibt, bin ich weg. Ansonsten freue ich mich sehr, bei Dreisat zu sein. Dreisat ist super. Dreisat ist ein toller Sender. Das sage ich nicht nur, weil der Vertrag nicht so lange geht, sondern weil Dreisat einfach ein toller Sender ist. Ist wirklich, ist mein Lieblingssender. Oder was ist deine Lieblingssendung bei Dreisat? Genau, man weiß es nicht, weil man alle guckt. Man liebt sie alle. Das ist toll. Ja, Dreisat. Ja, gerne auch mal in Dreisat. Bei Dreisat, man kann ja alles machen bei Dreisat. Das ist das Geile. Ja, es ist so wie nachts im Kaufhaus eingeschlossen. So wie, ne, wie so ein Kindertraum ist es. Wahnsinn. Ja, du kannst alles machen bei Dreisat. Gut, ist Dreisat. Also es alles ist übertrieben. Ne? Es ist so ein bisschen so wie eingeschlossen im Kaufhaus und da gibt es dann gar keine Süßigkeiten. Und auch kein Spielzeug. Und dann merkst du, es ist eine Bücherei. Das ist Dreisat. Ich war richtig aufgeregt vorher. Und habe wirklich tagelang nicht geschlafen. Wirklich. Ich hatte richtig Einschlafprobleme. Und dann hat mir irgendjemand gesagt: Ja, aber Till, aber es ist nur Fernsehen. Es ist wirklich nur Fernsehen. Es ist ehrlicherweise nicht so wichtig. Und das stimmt. Ja, jetzt ist gerade Krieg, ja, und dann merkt man erstmal selber so, wie lächerlich ist denn mein Beruf als Comedian eigentlich? So, ich hab die Nachrichten gesehen und da war Krieg und dann habe ich so wirklich so auf meine Aufzeichnung geguckt und dann stand da einfach Hodenbadewanne. Dann habe ich mir auch gedacht, wo bist du denn da falsch abgebogen bei deiner Jobauswahl? So, Komiker brauchst du einfach nicht. Das habe ich jetzt einfach gemerkt, wie egal ist das? Das ist völlig egal. Also es gibt ja keine Situation, keine Notsituation, bei der ich denke, nee, ein Komiker wäre jetzt wichtig. Die Stimmung kippt. Befindet sich ein Komiker im Saal? Gibt's nicht. Ja. Wobei es jetzt, das ist ein bisschen unfair, so Jobs überhaupt so nach Relevanz zu bewerten, finde ich. Manchmal ist es auch schön, wenn man einfach da ist. So wie Olaf Scholz. Da muss man wirklich mal sagen, das ist ja so, oder? Der ist jetzt erst back. Wo sind die Olaf Scholz Ultras hier? Wo gibt's hier eine. Genau, gibt's gar nicht. Die gibt's.
Die gibt es einfach gar nicht. Also, aber es gab jetzt eine Rede, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, eine historische Rede von Olaf Scholz. Das war der Wahnsinn. Es gab Standing Ovations für Olaf Scholz. Wo ich mir dachte, also ist eine bewegende Zeit gerade, aber bringt ihn nicht auf Gedanken. Nachher macht er das noch länger, dass er denkt, nee, ich bin ein guter Redner, ja klar. Olaf Scholz ist das, was passiert, was Lindner meinte, als er sagte, besser nicht regieren als falsch regieren. Das ist Olaf Scholz. Olaf Scholz hat mal, und das ist ein Originalzitat, kein Scheiß, hat gesagt, es sind die Emotionen, die mich antreiben. Ist DIN A4 eine Emotion? Jetzt war er lange weg, ja, war wirklich lange weg, Olaf Scholz, man hat kaum was von ihm gesehen. Und viele haben sich gedacht, wo ist er? Und ich glaube, er hat sich gedacht, so Leute, ich habe jetzt eure Stimme, ich komme dann in 4 Jahren nochmal auf euch zurück. Ich mache jetzt hier einfach so leichte Bürotätigkeiten. Ich glaube, Olaf Scholz ist ein König am Locher. Ich habe überhaupt das Gefühl, Deutschland wird nicht regiert, sondern verwaltet. So, du wartest so ganz lange, bis was passiert und dann gibt es einen Bescheid, den du nicht verstehst. Neuester Bescheid ist 100 Milliarden für Rüstung. Es gibt jetzt 100 Milliarden. Es werden jetzt 100 Milliarden Euro ausgegeben für Rüstung. Und wir denken so, krass, wieso geht das? Können wir da ganz kurz drüber reden? Wieso geht das so von jetzt auf gleich, nur weil Putin ausrastet? Wo ich mir sofort denke, so bei 100 Milliarden ist das Erste, was ich mich frage, warum ist die Zahl rund? Kein gutes Zeichen. Wissen wir alle, wenn wir auch schon mal einen Kostenvoranschlag gelesen haben. So vom Klempner. Wenn der 100 Euro verlangt, denke ich mir, das ist maximal unseriös. Du hast aber richtig zu viel aufgerundet, mein Freund. 102,80 Euro bezahle ich lieber. Ist seriöser. So, also bei 100 Milliarden Euro glaube ich nicht, dass die vorher so zusammengerechnet haben, was brauchen wir eigentlich so an Waffen. Und dann so ganz verrückt, so auf den Taschenrechner, ganz verblüfft auf den Taschenrechner geguckt haben und gesagt haben, du, das sind genau 100 Milliarden Euro. Ich glaube, Olaf Scholz hat im ganzen Abend einfach gefragt, sagt mal die größte Zahl, die ihr kennt. Also ich so, wir haben so 2 Jahre lang dem ganzen Pflegepersonal gesagt, nee, kein Geld da. Ja, ist wichtig, die Arbeit, na klar, aber nee, können wir leider nicht machen. Nee, die sind kurz vorm Burnout, machen nichts mehr, alle, ja, nee, können wir leider nicht machen. Nee. So, weil Putin das gemacht hat, ich verstehe das auch. Ich verstehe, dass man dann sagt, so, okay, wir zählen da mal die Panzer nach, ja. Aber wirklich, müssen es direkt 100 Milliarden sein? Olaf Scholz fühle ich ein bisschen, tatsächlich. Ich habe wirklich, er hat mir ein bisschen Mut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja ganz viele stille Helden in Deutschland. Und gibt ja auch ganz viele Stille in Deutschland. Und der gibt eher ja ein Gesicht. Ich habe immer gedacht, wenn der es schaffen kann, Bundeskanzler zu werden, dann können wir auch alles schaffen. Wir kommen zum ersten Gast des heutigen Abends. Er hat auch schon alles geschafft, muss man wirklich sagen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich muss sagen, alter Freund, für mich schließt sich da wirklich ein Kreis. Wir haben zusammen angefangen, auf der Bühne zu stehen. 2008 in Herne, bei einem unserer ersten Slams, waren wir zusammen auf der Bühne, zusammen im Finale. Wer da jetzt gewonnen hat, ist ja jetzt heute überhaupt nicht mehr wichtig. Sie kennen ihn heute viel besser als mich. Und zwar vollkommen zu Recht. Ich habe schon Tränen gelacht bei ihm. Ich lache selten Tränen, aber bei ihm muss ich häufig Tränen lachen. Ich bin sehr froh, dass er da ist. Ein Riesenapplaus bitte für Thorsten Sträter. Guten Abend. Herzlich willkommen zur offiziellen Intronisierung von Till Reiners. Hier bei Dreisat, dem YouPorn der Kabarettenthusiasten. Wir alle wissen, dass die deutsche Presse bei feinsten seismischen Aktivitäten in der Programmgestaltung bei Dreisat hysterische Purzelbäume schlägt. Wer erinnert sich nicht an den Aufschrei von Spiegel, Bunte und TV Movie, als der Dreisat-Straßenfeger Bilder aus Südtirol im November 1978 versehentlich ein Bild aus Osttirol zeigte. Noch am selben Abend konnte der damalige Redakteur seinen Hut nehmen. Da wurden weinend Sendemasten an der A3 abgeschraubt. Es kam zu tektonischer Plattenverschiebung.
Dreisat musste als Notprogramm 70 Stunden lang alte Plumperquatschfolgen senden, eine Zeit, über die man beim Sender nicht gern spricht. Noch heute flockt dem Senderchef die Hühnerbrühe im Kupferbecher, wenn er daran denkt. Und dann und wann sehen seine Gefolgsleute ihn, Pablo Kotlewski, persönlich an seinem Bürofenster stehen, den Blick verschleiert tief unten aufs unten liegende Dreisattgestüt gerichtet, versunken murmelnd, das war ja was, Leckofanny, uiuiuiui, ich krieg die Pimpanellen, das war eine knappe Kiste. Deswegen ist es zuerst angezeigt, einige Worte über die Personalie Reiners zu verlieren. Als der von mir nicht minder hochgeschätzte Sebastian Puffer sich anschickte, den Olymp des Privatfernsehens beizutreten, um zum Sauron der Abendunterhaltung zu werden, eine Aufgabe, die sich viele gar nicht erst zutrauen würden, entstand ein kläffender Spalt im Gefüge dieser Sendung. Ich sage bewusst kläffend statt klaffend, denn für lediglich klaffend war dieser Spalt zu laut. Ziemlich schnell war hausintern klar, auf keinen Fall Till Reiners. Und zwar aus technischen Gründen. Also blieb mir nichts anderes, heute kann ich es Ihnen ja sagen, übrig, als Pablo Kotlewski selbst anzurufen. Ich meldete ein R-Gespräch an. Dreisat-Chef Kotlewski ging auch sofort dran. Andere Leute prallen an seinem Wall mengenmäßig nicht enden wollender Sekretärinnen ab. Aber ich hatte seine Durchwahl. Hinten 80 mal die 5. Hör mal, kam ich zur Sache. Ich verstehe, dass ihr als Moderator einen aus dem Hause Hohenzollern haben wollt. Aber als Tipp von mir, pitch ich euch jetzt, nimm doch mal Till Reiners. Würde ich gern, Bro, sagte Pablo. Aber hast du schon mal gesehen, wie der an der Wand geschrieben aussieht? Ja, räumte ich ein. Muss es denn unbedingt Happy Hour im Titel sein? Ja, sichi. Happy, weil Comedy die Menschen voll fröhlich macht. Und Hour, weil es roundabout eine Stunde geht. Ich stellte ihm trotzdem ein paar Titelalternativen vor, zum Beispiel From Dusk Till Reiners. Und Till mit JS11-Körnchen. Wir kamen auf keinen Nenner. Dann erzählte ich, wie ich Till kennengelernt habe. Beim Poetry Slam in Herne. Vor ungefähr 14 Jahren. 14 Jahre, das sind für mich nichts weiter als ein Blinzeln im Auge des Leviathan, den wir Zeit nennen. Kaum mehr als das knappe Nicken des Molochs Unendlichkeit. Denn ich habe Seabeams gesehen, draußen am Tannhäuser Tor. Aber Till Reiners war damals bei diesem Poetry Slam in Herne so circa 8 Jahre alt, schätze ich. Ich erinnere mich, seltsam berührt gewesen zu sein von seinem Anblick. Die Schuhe, die bei jedem Schritt blinkten. Die essbare Kette aus Liebesperlen. Wir waren beide im Finale. Er hat dann gewonnen, zu Unrecht sicher, aber ich hab's ihm gegönnt. Vielleicht hat er einfach den besseren Text. Ich kann mich aber auch nur an einen Satz erinnern, und der lautete: Guck mal, Kühe. Pablo indes gab zu bedenken, dass Reiners in ziemlich große Fußstapfen tritt. Ich erklärte Pablo, dass man das gar nicht macht. Man nimmt einfach einen eigenen Weg. Ne? Reiners Problem sind nicht die Fußstapfen, es sind die Schuhe. Ich würde mich drum kümmern, versprach ich. Und ich gab zu bedenken, dass exakt die gleiche Diskussion auftritt, wenn es einen neuen Batman-Darsteller gibt. Dann kreischen die mal rum. Zu jung, zu alt, zu blond, warum eine Nonne? Aber wenn Batman dann an die Arbeit geht, läuft's komischerweise immer. Letztlich räumte der Senderchef, mein guter, alter Freund Pablo, ein, dass es ihm eigentlich nur darum ging, wie der Name an der Wand aussieht. Irgendwie so gewollt. Na, du willst es doch auch, sagte ich. Till muss das machen, sonst übernimmt er vielleicht das Revival vom Blauen Bock und du guckst doof aus der Wäsche. Das mit dem Titel kriegen wir hin. So engagierte Dreisat den besten Apostrophschmied südlich der Donau, um den Schriftzug gefällig zu machen. Und obwohl selbst der Schmied, ein alter, knorriger Botokude, der gerade ein Satzzeichen in die Esse schob, meinte, es wäre besser, Till würde sich in Reinersens umbenennen. Schmiedet er doch seinen Haken hinten an Tills Nachnamen. Und so stehen wir heute nun erneut in der Kulturbrauerei in Berlin. Zur ersten Ausgabe mit einem neuen Zeremonienmeister hierbei. Till Reiners, seine Happy Hour. Oder, warte, nee. Tills Juxbude. Reiners, ihm seine Humorballerbude. Komm, Till Reiners Happy Hour. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass du hier bist, Till. Ich freue mich generell. Ach ja, Schuhe brauchst du zwar eigentlich nicht, aber ich hab's Pablo versprochen.
Dankeschön. Thorsten Sträter. Bring ich dir mit. Hier ist deine Größe. Thorsten, danke, dass du da bist. Gerne. Wir kommen zu einem weiteren Kollegen, der tatsächlich auch sehr kollegial ist. Er hat Werbung für mich gemacht, da kannte ich ihn nicht mal. Haben Veranstalter gesagt, hier der und der, der hat Werbung für dich gemacht. Krass, ich kenne den gar nicht. Super nett. Allein deswegen müsste ich ihn einladen. Aber ich hätte ihn auch eingeladen, wenn er ein Arschloch wäre. Denn er ist zufällig einer der besten Kabarettisten Deutschlands. Einen Riesenapplaus für Max Uthoff. Dankeschön. Dankeschön. Lassen Sie uns heute über eine bestimmte Form von Männlichkeit sprechen. Das heißt, ich rede, Sie hören zu, womit wir schon ganz schön im Thema wären. Dem Patriarchat oder seinem unangenehmsten Exemplar, dem toxischen, aggressiven Mann. Der Führer des größten Landes der Welt überfällt sein Nachbarland, wartet aber aus Rücksicht auf seinen Kumpel in China damit, bis bei dessen Biathlon-Wettbewerben das Schießen beendet ist. Und die Welt sehnt sich jetzt schon nach Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Möge seine Strafe möglichst demütigend ausfallen. Am besten durch Zellengenossen, die genauso verlogen und skrupellos sind wie er, nur noch dümmer. Also Tony Blair und George W. Bush. Wird natürlich nicht passieren. Die wollten wir nie wirklich verurteilen. Sind ja Kriegsverbrecher aus dem Westen. Wir werden die Geißel Krieg und Militär irgendwie nicht los. Trotz der Erkenntnisse unserer Klügsten. Albert Einstein hat mal gesagt, wenn jemand mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon. Er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, weil das Rückenmark bei ihm völlig genügen würde. Und damit das klar ist, ich empfinde nichts als Hochachtung für die Tapferkeit der ukrainischen Bevölkerung. Und auch ich weiß häufig nicht, wohin mit meiner Empörung, wenn ich Bilder von Menschen in Luftschutzkellern sehe. Und trotzdem, ich lasse mir von dem Wichser aus dem Kreml nicht meinen Pazifismus nehmen. Ein toxischer Mann dreht durch und plötzlich ist unsere Presselandschaft, da herrscht eine Stimmung ein bisschen wie bei der Musterung damals, bei der Bundeswehr, als man jungen Männern die Frage gestellt hat, ein bewaffneter Russe kommt auf sie zu und will sie erschießen. Sie haben eine Waffe, wie reagieren Sie? Hey, nun, ich würde auch schießen, ja? Ist ja Selbstverteidigung. Also gut. Ich würde den Russen vorher bitten, dass er mir erklärt, wie meine Waffe funktioniert, weil ich da überhaupt keine Expertise habe. Aber sollte der russische Soldat an meinem Gartenzaun vorbeigehen, weil er gerade auf dem Weg ist, Deutschland zu erobern, dann würde ich mir doch die Freiheit nehmen, meine Koffer zu packen und möglichst schnell mit meinen Liebsten das Land zu verlassen, falls es noch geht. Dass man ukrainischen Männern verwehrt, das Land zu verlassen und sie zwingt, mit der Waffe ihre Heimat zu verteidigen, halte ich für unmenschlich. Lassen Sie mich den Gedanken der Wehrkraftzersetzung noch ein bisschen weiterführen. Ich vermisse ein Denkmal für den Deserteur, für den Soldaten, der sich dem Kampf verweigert oder seinen Dienst gar nicht erst antritt. Und ich fordere die weltweite Heraufsetzung des Mindestalters für den Eintritt in die Armee auf 45. Mal schauen, wie viel da noch Bock haben, sich trotz Ischias und 3,4 Dioptrien durchs Feld zu robben. Diese Welt leidet ja nicht unbedingt an zu vielen einfühlsamen Männern, die sich auch mal in Frage stellen oder auch mal weinen. Und wir Männer sollten alle viel öfter weinen. Findet sich auch immer ein guter Grund. Häufig reicht der Blick in den Spiegel. Diese Welt leidet vor allem unter toxischen Männern, also Lebewesen, die ihre Männlichkeit dadurch definieren, dass sie irgendetwas unterdrücken. Die Frau, das Nachbarland oder die eigenen Gefühle. Und so klang dann auch die Antwort auf die toxische Männlichkeit von Putin in vielen Redaktionsstuben in Deutschland erwartbar doof. Waffen, 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 ganz so, als hätte eine Bundeswehr, die bessere, mehr Waffen hat, verhindert, dass Putin in der Ukraine einmarschiert wäre. Der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt, der ja immer ein bisschen so schreibt, als würde er sein Kokain mit Juckpulver strecken, forderte in einem Kommentar, dass wir wehrhafter sein müssen, denn sonst sind wir alle bald dran.
Himmel, wenn ihm das so dringlich ist, warum schließt er sich dann nicht den internationalen Brigaden an, die für Selenskyj und in der Ukraine kämpfen? Das wäre doch ein Gebiet, auf dem er seinen Heldenmut beweisen könnte. Nicht allzu nützlich natürlich seine militärische Ausbildung, Zivildienst in einer christlichen Einrichtung. Na gut, könnte ja einen Feldgottesdienst organisieren oder den Russen die Leviten lesen. Und dann muss ich mir von Christian Lindner, einem Mann, der die Rennlizenz und Angler- und Jagdschein besitzt, in seiner Freizeit also bevorzugt Lebewesen tötet oder schnell im Kreis fährt, sagen lassen, dass der Ukraine-Krieg uns alle aus einem selbstgerechten Traum geweckt hat. Aber was wäre bitte die Alternative zu diesem traumhaften Frieden gewesen? Hätten wir alle 3 Jahre probehalber Polen überfallen sollen? Und wozu? Ist eh keiner da. Der Pole ist doch hier und renoviert unser Bad. Und dann stehst du als Demonstrant in einer Friedensdemonstration und vorne auf der Bühne steht Markus Söder und ruft: Heute sind wir alle Ukrainer. Ein Mann, der mit seiner Weigerung, die Windkraft zu fördern, maßgeblich dazu beiträgt, dass wir alle vom Gas Putins noch lange abhängig sind. Ich möchte von Markus Söder in überhaupt keine Gruppe integriert werden. Sollte Markus Söder irgendwo auf einem Platz stehen vor tausenden Menschen und rufen: Heute sind wir alle Menschen, die neugeborene Kätzchen niemals ertränken könnten, würde ich rufen: Halt, stopp, stopp, ich schon. Vielleicht hilft uns auch der Zufall. Vielleicht stolpert Putin auch über die toxische Männlichkeit seiner Oligarchenfreunde, die ja häufig nur Glück empfinden, wenn sie irgendetwas kaufen, das ihnen beim internationalen Schwanzvergleich der Blödmänner den Sieg garantiert. Der ehemalige russische Außenminister Kosirev hat getwittert, dass viele Milliarden, mit denen Putin seine Armee modernisieren wollte, gestohlen und in Megajachten in Zypern investiert wurden. Großartig. Schwerter zu Pflugscharen, Kampfhubschrauber zu Luxusjachten. Peace. Max Uthoff. Ich muss ganz ehrlich, ich bin jetzt schon ein bisschen erleichtert, Freundinnen und Freunde, ich bin so ein bisschen froh, dass es glatt gegangen ist bisher. Muss ich wirklich sagen, geht jetzt nicht immer alles glatt bei mir, muss ich wirklich sagen. Ja, also es ist so, ich habe jetzt neulich mein Portemonnaie verloren. Und ich war also auf dem Weg zum Zug. Ja, und dann habe ich so auf dem Weg zum Zug gedacht, ja, habe ich jetzt nicht in der Hosentasche, aber habe ich dann halt im Rucksack. Ist ja gar kein Problem. Ja, weil ich mir gedacht habe, naja, das wäre ja jetzt so scheiße, wenn ich kein Portemonnaie hätte für die nächsten 8 Tage, die ich auf Tour bin. Das kann ja nicht sein, dass es weg ist. Es wäre einfach super scheiße. Und dann war es weg. Es war super scheiße. Und da habe ich gedacht, ja, so ein bisschen so war das auch bei Putin. Und da ging die Stimmung aber richtig nach unten. Aber es ist schon so ein bisschen so, oder? Man hat doch gedacht, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall naiv. So, was magst du erzählen? Ich gehörte dazu auf jeden Fall. Ich habe gedacht, hä, der wird doch keinen Krieg anfangen. Wäre super scheiße. Also, und dann war es los, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. So, das war Wunschdenken. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, aber wir können ja jetzt schon mal damit aufhören. Also es ist jetzt nicht so, jetzt gibt es immer noch Leute, die sagen, nee, aber jetzt so internationale Ächtung und Sanktionen, da hört er auf. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Scham für Putin eine Kategorie ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, also es gibt einfach Situationen, in denen ist Scham keine Kategorie. Das ist so ein bisschen so wie in Berlin samstags um 4 in der U-Bahn. Da ist Scham gar keine Kategorie. Da kannst du niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wenn er sich daneben benimmt. Da kannst du nicht hingehen und sagen, Leute, ich schäme mich gerade für euch. Ne? Wie ihr da gegen die Scheiben klopft, ihr müsstet euch mal von außen sehen. Wie ihr da gerade die Wodka-Energy-Mische in euch reinkippt, ich würde euch nicht zum Vorstellungsgespräch einladen. Ich glaube, Putin will einen Platz im Geschichtsbuch. Und da habe ich noch nie im Geschichtsbuch gelesen, dass es da so eine Doppelseite gibt für Staatsmänner, die besonders nett waren. Dass so Leute sagen, nee, das ist ein Staatsmann, der war so nett. Nett war der. Bescheiden, immer gegrüßt, kaum Angriffskriege, nett. Das sind einfach nie so Staatsmänner gewesen, wo man sich dachte, mit dem möchte ich gerne mal ein Bier trinken. Napoleon. Mit dem will man doch kein Bier trinken. Ne, oder stell dir mal vor, man trinkt ein Bier mit Napoleon. Wenn er einen erzählt, ja, und dann will ich hier noch angreifen, dann die erobern wir auch noch, das wird auch noch Frankreich. Wo ich denke, ja, lass mal. Muss jetzt nicht alles Frankreich werden.
Also wenn ich Lust habe auf schlecht gelaunte Leute, die kein Englisch können, gehe ich nach Brandenburg. Also. Kein Wunschdenken mehr. Man muss auch mal Sachen, Wahrheiten akzeptieren, die wehtun. Capital Bra ist der erfolgreichste deutsche Musiker. Ja, sacken lassen. Nicht wehren, zulassen. Wir versuchen ihn ja gerade anzunehmen, Freunde. Oder 2020 sind mehr Leute Millionär geworden, als an Corona gestorben in Deutschland. Habe ich nachgeguckt, stimmt wirklich. Zulassen. Waren wir gut. Habt ihr gut gemacht? Fand ich gut. Schön. Dann können wir uns noch einmal Wunschdenken erlauben, finde ich. Corona ist vorbei. Ist das geil? Ist das cool? Ist jetzt hier bald alle Lockerung Freedom Day? Es wird gelockert? Es wird lässig? Ist das was? Ich find's schon geil. Ganz ehrlich, ich weiß. So, jetzt ist meine Aufgabe jetzt, so als Satiriker, das erwarten die bei Dreisat, ich muss euch den Spiegel vorhalten. Ja. Ich muss dann sagen so, ey, das ist aber nicht so gut, ne? Corona gibt's noch. Aber ganz ehrlich, wenn ich euch den Spiegel vorhalte, sehe ich mich. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Corona. Für mich ist jetzt Corona einfach mal vorbei. Ist wieder scheißegal. Finde ich alles in Ordnung. Aber können wir uns darauf einigen, das nicht Freedom Day zu nennen? Wie assi ist das denn? Freedom Day, wirklich? Ab welchem Bruttosozialprodukt verwechselst du Freedom mit, oh, da kann ich ohne Maske shoppen gehen? Also, erzähl das mal Leuten in Russland. Nee, das ist Freiheit für uns. Ja. Da wirst du 15 Jahre lang eingesperrt, wenn du den Krieg in der Ukraine Krieg nennst. So, die denken sich auch, oh Mensch, ja klar, uns geht's schlecht, aber in Deutschland, das mit der Maske, da stelle ich eine Kerze für die ins Fenster. Morgen ist Frühlingsanfang. Ja, genau, und da wollte ich nämlich, ja, und ich finde, das ist irgendwie so ein Tag der Hoffnung. Frühling ist so ein, oder? Es ist irgendwie so die Jahreszeit der Hoffnung, finde ich. Und deswegen kann man doch mal über was Positives reden. Und das ist jetzt ganz, ich meine es ernsthaft ironiefrei. Ich finde es ja wirklich toll, was es gerade für eine Solidarität gibt in Europa für die Geflüchteten aus der Ukraine, oder? Schon. Also wirklich, sogar die Arschlochländer machen mit. So gar keine, es gibt keine Diskussion. Das war immer anders. Erinnert euch mal, ne? 2015, als die Syrer kamen. Da gab es richtig Diskussion. War richtig, jetzt wissen wir auch, was das Problem war. Ne? Dass die hatten ja gar keine weiße Haut. Ah, unangenehm. Nee, wieso? Komm doch ehrlich drüber reden, ist doch in Ordnung. Nee, ist doch so, ist doch schön, wenn man es weiß. Dass man einfach beim nächsten Syrer, der kommt, sagt, hier hast du einen weißen Edding. Whitefacing, warum ist das kein Ding? Ne? Privilegien zum Abwaschen, warum denn nicht? Merke ich, war jetzt doch nicht schade. Ja, Leute, habt ihr es nicht anders gewollt? Hodenbadewanne. Gibt es jetzt wohl? Es gibt jetzt tatsächlich eine Hodenbadewanne. Es ist ein Verhütungsmittel. Ist von einer Studentin entwickelt worden. Die legt quasi die Spermien lahm. Ja, funktioniert mit Ultraschall. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Es gibt eine, also muss man sich klar werden lassen, es gibt eine Verlangsamungsbadewanne. Jetzt weiß ich, wo Olaf Scholz als Kind reingefallen ist. Verlangsamungsbadewanne. Stell ich mir romantisch vor bei einem One-Night-Stand. Dass man sagt, kommst du noch am Kaffee mit hoch? Ich tunk schnell meinen Hoden. Skeptisch habe ich diese Info gemacht. Bei Tieren wird das Verfahren zur Sterilisation verwendet. Wie lang ist lang genug und wie lang ist zu viel? Das ist bei Tee ja schon immer so eine Sache. Man kann ja nicht vorher so eine Teezeremonie machen. Also jetzt keine Ausrede. Ich glaube hier viele Männer atmen auf, oder? Dass man jetzt endlich mal verhüten kann als Mann, wollten wir ja immer. Na klar, das ist keine Ausrede. Nee, das wollten wir. Nee, sonst wäre es ja total ungerecht. Das ist klar. Nee, das ist super. Wir kommen zur nächsten Künstlerin des Abends. Sie ist, sie hat einen richtigen Job, also einen handfesten Job, sagen wir mal, hatte einen erlernt, und zwar Tischlerin.
Und so sympathisch ich das finde, so gut finde ich, dass sie dann angefangen hat zu schreiben. Denn das kann sie noch viel besser. Sage ich ungesehen ihrer vielen Holzarbeiten. Aber ich glaube, so gut kann man Holz nicht bearbeiten. Sie hat den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen für ihr Buch Mädchenmeute. Ihr neuestes Buch heißt Mädchenmeuterei. Und auf der Bühne ist sie eine Granate. Sie hat einen unverwechselbaren Stil. Aber überzeugt euch einfach selber. Hier ist sie, Kirsten Fuchs. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Mein Text heißt Watte. Man kann Kinder heutzutage nicht mehr in Watte packen, nicht nur, weil Watte umweltschädlich ist. Ich stehe mit meinem großen Kind im Supermarkt. Ich habe 4 Packungen Watte im Arm. Mama, warum willst du so viel Watte kaufen, fragt mich das große Kind. Ja, weil Tampons gerade ausverkauft sind und Binden auch. Wir wollen Sachen zu einer Frau bringen, die für einen Ukraine-Hilfskonvoi sammelt, aber die Tampons und Binden sind alle. Alle andere Menschen haben offensichtlich auch Sachen für Hilfskonvois gekauft, weil Krieg ist. Man kann Kinder nicht mehr in Watte packen heutzutage, weil Krieg ist. Eigentlich konnte man Kinder noch nie in Watte packen, weil immer irgendwo Krieg war. Aber wir haben es ausblenden können. Diesmal klappt das nicht. Wie man mir den Krieg erklärt hat als Kind. Ein Arschloch hat mit Hilfe von Arschlöchern aus noch mehr Leuten Arschlöcher gemacht. Dann haben sie alle, die keine Arschlöcher waren, umgebracht, vertrieben, unterdrückt. Dann wurden sie besiegt. Danach war alles kaputt. Menschen, vor allem die, die überlebt haben, auch. Und alle wussten, das soll es nie, nie, nie wieder geben. Das haben meine Eltern mir gesagt, weil sie das geglaubt haben. Und das würde ich meinen Kindern auch gern sagen. Ich habe Kinder in die Welt gesetzt und ich will ihnen die Welt erklären. Das beinhaltet die Antwort darauf, wie ich es verantworten konnte, diese Kinder zu zeugen und zu bekommen. In Verantwortung steckt Antwort. Das Gute überwiegt, könnte ich sagen, oder? Ich weiß nicht mehr. Es überwog, als ich mich für euch entschieden habe. Nein, ist auch Quatsch. Ich würde es trotzdem wieder tun. Einfach, um daran glauben zu wollen, dass das Gute überwiegen könnte. Die Möglichkeit, dass die nächste Generation es besser macht und einen Grund haben, dafür zu kämpfen. Ich habe Antworten und ich habe Trost für meine Kinder, für mich im Moment nicht. Ich will schreien, dass ich keinen Bock habe auf einen Krieg während einer Pandemie, aber ich suche irgendwas, das ich den Kindern sagen kann und damit auch mir. Ja, was sind das für Probleme zu überlegen, was ich meinen Kindern dazu sagen kann? Unser Haus steht. Keiner aus unserer Familie muss zurzeit zur Waffe greifen. Das kleine Kind ist 4 Jahre alt. Ich denke darüber nach, was ich ihr sagen kann, während andere Kinder gerade überhaupt keine Wahl haben, von diesem Krieg zu wissen. Das zersprengt mich. Aber nur seelisch. Was für ein Luxus. Mein großes Kind ist 12. Es hat uns nicht gefragt, warum ist Krieg. Es hat gefragt, warum Putin so ein Arschloch ist. Weißt du was? Das ist völlig egal. Wenn das große Kind erzählt, wie sich Kinder in der Schule ärgern und verletzen, dann sage ich, dass es Menschen gibt, die gehen morgens mit einem Paket voll mit Scheiße los. Und das wollen sie irgendwem geben. Auf dem Paket steht nicht dein Name, sage ich zu dem Kind. Es ist nicht für dich. Sag, nein, danke, nicht für mich. Herr Putin hat kein Paket voll Scheiße, sagt das Kind. Er ist das Paket voll Scheiße. Es widerspricht allem, was ich dem Kind sonst so sage. Ich versuche, Menschen so zu sehen, dass sie sich entwickelt haben und entwickeln können. Hi, Realität. Ich bin eine überforderte Trickfilmfigur aus einer Welt gefallen, wo man sich an den gemalten Felsen festhalten kann und noch jemand anderen an der anderen Hand über dem Abgrund hält. Ich denke, in Wahrheit geht das gar nicht. Wie lange kann ein echter Mensch so am Abgrund hängen und seine Kinder mit der anderen Hand festhalten? Ich meine nicht mich. Ich darf nicht zu lange daran denken, wie man gerade ukrainische Kinder hält, während man am Abgrund hängt. Was für ein Luxus, mich zu entscheiden, ob ich Kraft habe, daran zu denken. Ich sage dem großen Kind, das ist alles richtig scheiße. Ja, ich sage scheiße, wenn ich mit dem großen Kind rede und im öffentlichen Fernsehen auch. Ich will ein gutes Vorbild für mein Kind sein. Dazu gehört, dass ich sage, dass Krieg scheiße ist. Der ist nicht gemein oder fatal oder ungünstig. Krieg ist scheiße. Und warum ist Putin so ein Arschloch? Weil er scheiße ist. Ja, was soll's? Ist mir jetzt nichts zu überlegen, warum er es tut. Ich habe doch nicht Verständnis für Corona gehabt. Weißt du, das Virus, das will einfach in die warmen Körper, weil es in Lungen so gemütlich ist. Ja, das ist meinetwegen kindisch und naiv, was ich denke, aber der ganze Bums-Zirkus der Weltpolitik ist auch kindisch. Guck sie dir an, die Clowns, die ihre Gefühle nicht klar kriegen. Wie kann man so viel Angst haben vor Leuten, die anders leben als du? Wie unsicher muss man da sein?
Und dieses übertriebene Gepose und aggressive Verhalten, so ein Getue wegen Geld, wegen Gegenständen, armselig, echt. Alter, zieht mal ein Kleid an und lasst Luft an die Eier. Nicht stark genug für weiche Gefühle. Das ist überhaupt nicht beeindruckend. Lächerliche Hampelmann-Männer mit Pillermann-Strippe. Ja, was kann ich dem großen Kind sagen, ohne dass ich vor Wut so dermaßen ausraste? Dass es dich gibt, mein Kind, bedeutet für mich, dass jedes Leben etwas bedeutet. Wenn mir deins alles bedeutet, dann bedeuten alle anderen Leben auch alles. Die jungen russischen Soldaten, was auch immer sie wissen und glauben und warum. Die ukrainischen Menschen, die ohne Waffen nur mit Fahnen den Soldaten entgegenlaufen. Es ist nicht die Zeit, diese Gegensätze auszuhalten. Es ist Zeit, das nicht auszuhalten. Wir haben keine Watte gekauft, sondern Babynahrung. Es ist keine Zeit für Watte und die beste Zeit für Watte. Nicht nur stabil bleiben, auch weich. Dankeschön.